So, die Pause ist rum. Ich hoffe mal, das denkt nachher noch dran, wenn ich das Video rendere. Sonst haben wir nämlich einen kurzzeitigen Abbruch von 12 Minuten und dann hat jetzt hier eine neue Folge Neverwinter angefangen. Aber ich hoffe ja mal, ich denke dran. Wir müssen hier hinten hin. Das ist ein weiter, weiter Weg. Und weil das so ein weiter Weg ist, reiten wir. Oh, ich habe, glaube ich, den Autoscreenshot aus Versehen angemacht. So. Oh, die ist ja ein bisschen stabiler, die da. Ich glaube, unsere Heilerin ist hinter uns am Kämpfen. Oh, der Wettkampf hat begonnen. Wobei hier der Wettkampf ist wirklich blöd, weil man so ewig lange für diese großen Viecher braucht. Da hat man sowieso kaum eine Chance, auf den höheren Level zu kommen, weil irgendwo immer ein Level 60er rumfliegt und die Dinger dann so niedermetzelt, während man sich da 10 Minuten an so einem abkämpft. Und dementsprechend lässt man es direkt am besten bleiben. So. Gut, da hinten müssen wir hin. Also einmal dem Glitzerpfädchen nach. Da unten ist einer. Ah, eine blaue Rune. Blaue Runen sind besonders lecker. Ah, nicht die. Also. Oh, das sah aus, als ob da was Wertvolles dabei gewesen ist. Das ist mal wieder keine Waffe für mich. Das ist scheiße. Warte mal hier. Grün können wir auf jeden Fall immer anziehen. Die brauchen wir gar nicht zu gucken. Und kritische Treffer und Verteidigung ist auch höher. Das heißt, die haben schon wieder eine neue Rüstung. Und die ist nicht sehr viel schlechter als hier die. Das heißt, die blaue können wir definitiv verkaufen. Nur noch Rüstungsdurchdringung 74 mehr. Dafür lohnt es sich, die nicht anzuziehen. Dann war das der richtige Weg, die nicht anzuziehen. Rüstungsdurchdringung, Regeneration. Regeneration ist Schrott. Deswegen lassen wir das mal. Oh, ich habe ja hier die Befürchtung, dass diese Krüfte sich regelmäßig respawnen. Deswegen gehen wir mal ganz schnell zu dem Schild, bevor wir wieder die drei seltsamen Viecher hier besiegen müssen. Und dann machen wir das mal rauskommen hier.
So, ich mag nämlich nicht gegen die drei kämpfen. Die blöden Teleporter. So, und weiter geht's. Ah. Da war ich ein Stückchen zu weit weg. So, viele dürfte ich noch nicht mehr haben. Ach, noch zwei Stück haben wir noch zu machen. Ja, kommt mal mit hier vorne hin. Kümmern wir uns erstmal um die Massen an Ads hier. Ach, bist du auch schon tot. Ist ja wunderbar. Und das vorletzte. Da ist der Glitzerpfad. Direkt an dem Dickerchen vorbei. Ah, toll. Da war ich wohl ein bisschen zu nah dran. Ja, ist gut. Oh Mann, ey. Da tut man sich einen Wolf schlagen an dem Kerl. Deswegen mag ich diese Quest hier, also diese Aufgabe hier nicht. Weil die so ewig brauchen, bis die tot sind.
Er muss natürlich genau in dem Moment, genau in der Mikrosekunde, muss das natürlich Schluss sein, wenn die ihren freckigen Feuerball hier in die, mir in die Fresse wichst. So schlimm sieht es mit mir aber auch nicht aus, ey. Hat hier noch so groß Gebubber am Herzchen sein muss. So. Okay, ich würde mal sagen, ich mache für heute Schluss. Ich melde mich morgen wieder. Und zwar gehe ich jetzt noch offline bis da wieder zurück. Weil ehrlich gesagt, müsst ihr jetzt nicht zugucken, wie ich hier den ganzen Weg latsche. Bis morgen dann. Tschüss.